Zwischenstand. Die Rohrleitungen sind jetzt verlegt, mehrere hundert Meter. Die einzelnen Bauteile, die man braucht für jeden einzelnen Strang, zurechtgelegt, mit inklusive der Rohrleitung, der Fittinge. Die Leute sind jetzt informiert, heute ist Freitag. Am Dienstag gibt es den Umschluss. Beim Umschluss muss man wirklich strukturiert vorgehen. Das bedeutet, um 7 Uhr wollen wir das Wasser abstellen. Das heißt, vorher sind wir da, um 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr rausfahren, kurz vor 7 da sein, Wasser absperren, in die Dachgeschosswohnung hoch, Armaturen aufmachen, in die erste OG-Wohnung rein, auch Armaturen aufmachen, dass das System leer laufen kann, weil im Kellerbereich die alten Rohrleitungen wie als Wassersack verlegt worden sind, bedeutet das, mehrere hundert Liter Wasser befinden sich noch in den unteren Bereich. Zum Entleeren ist es fast unmöglich und gibt nur zwei Entnahmestellen, WC und Heizraum, ja? Und da wird das System nie leer laufen. Das bedeutet, vorschneiden mit der Flex, das ganze System so zum Entleeren bringen, dann tatsächlich die alten Rohrleitungen, die im Weg sind, wegschneiden und dann erst mit dem Job anfangen. Das wird ein verdammt langer Tag, denn es gibt wirklich unfassbar viel zum Stemmen. Aber die ganzen Vorbereitungen sind jetzt wirklich tutti completti und wir sind da super aufgestellt. Das heißt, am Dienstag, dann brennt der Himmel. Heute wieder Tag X, 7.30 Uhr wird das Wasser abgestellt. Wir bilden 3 Tubs. Uah! Was für ein Tag. Jetzt haben wir wochenlang die ganzen Edelstahlleitungen verlegt. Zu 6 haben wir uns aufgeteilt und jeder hat seinen Part wirklich super gemacht. Ja. Wir haben dann die ganze Anlage in Betrieb genommen, haben das Kaltwasser zum Speicher aufgedreht und haben dann festgestellt, dass der Anlagendruck nur 2 Bar betrug. Nachdem wir das Ganze dann eingegrenzt haben, haben wir festgestellt, dass der Druckminderer, der Filter mit dem Druckminderer, dass der kaputt war und der nicht mehr als 2 Bar durchgelassen hat. So, den Filter raus, ein paar Stück dazwischen drin eingebaut und jetzt haben wir insgesamt 4 Bar. Ja, das ist der Maximumdruck, den wir zur Verfügung haben. Haben die ganzen Stockwerke, sind durchgegangen, Stockwerk für Stockwerk, alle Armaturen, Perlatoren ausgebaut, alle Armaturen geöffnet, Perlatoren ausgebaut. Das Ganze kontrolliert, dass in allen Wohnungen das funktioniert und das hat jetzt alles richtig super geklappt. Das mit dem Filter hat uns jetzt 1,5 Stunden gekostet. Ja, und jetzt haben wir alle Stränge komplett fertig mit Anschluss an den Speicher, mit Gartenzapfstellen, den Anschluss an die Kaltwasserleitung. So überall, wo es verzinkte Rohr drin war, haben wir jetzt alles ausgebaut. Irgendwann mal in den nächsten paar Jahren werden dann die Stränge nach und nach saniert. Das ist immer mit Staub und Lärm verbunden, aber erstmal die Kellerversorgungsleitung, dass wir da im grünen Bereich sind. Und jetzt ist es im Prinzip erstmal komplett fertig. In den nächsten paar Tagen werden wir dann die alten Rohrleitungen komplett demontieren und werden dann auch die ganzen Trinkwasserleitungen, die wir jetzt neu verlegt haben, komplett dämmen. So. Dann ist jetzt für heute ist im Prinzip der Riesenpart, den wir erledigen wollten, haben wir erledigt und das hat wirklich super geklappt, bis auf die eine Stelle, die uns ein bisschen Zeit gekostet hat. Aber die Arbeiten sind erledigt und wir sind echt froh, jetzt nach Hause gehen zu können. Ja. Tag X wäre geschafft. Jetzt geht es darum, relativ schnell und zügig die ganzen Rohrleitungen zu dämmen. Unser Weg ist es immer, mit alukaschiertem Material zu arbeiten. Ich finde es viel ansprechender und viel schöner, wenn das damit verarbeitet ist, wie die Kautschukisolierung. Bei der Kautschukisolierung sind immer das Problem, die T-Stücke, die Rohrschellen, dass man das sauber andockt, dann das Verkleben. Das Klebeband geht nach einer Weile wieder weg und gefällt mir persönlich eher nicht so. Aber das Alukaschierte, das ist genau mein Ding und das gefällt mir sehr gut. Was braucht man denn alles, um so eine Arbeit durchzuführen? Also du brauchst ein Arsenal, wie in unserem Fall jetzt, wir brauchen ein Arsenal von Dämmmaterial,
Das haben wir jetzt in einem Zwischenraum geparkt. Und du brauchst Aluband, in unserem Fall jetzt auch Bindedraht, Seitenschneider, Meterstab, ein Messer nochmal, um die Endstücke auszuklingen. Und ein 30 cm Messer ist nicht schlecht, weil dann kannst du nämlich größere und kleinere Stücke alles in der Gärungslade schneiden, weil das Messer länger ist. Ja? So, beim Schnitt ist darauf zu achten, wenn du eine kleinere Dimension hast, so, und du legst sie da rein, ja, die wabert ja hin und her, drückst du einmal an, dann setzt du das Messer an, und wenn du dann exakt schneidest, dann gibt es einen richtig tollen 90-Grad-Winkel. Einfach unfassbar schön. Ja? So eine Gärungslade, die kostet 25 Euro, ein Messer kostet irgendwie um die 10 Euro. Und damit kannst du wirklich so ein Stückchen Perfektion abliefern. Dann die Enden, wir machen das immer so, dass wir erst die Winkel nehmen, die Winkel schneiden, andocken. Dann werden die Winkel verklebt, dass sie an einer Stelle starr sind. Und dann kommen ja irgendwann mal die Rohrschellen. Bei den Rohrschellen höhlen wir immer so die Endstücke etwas aus. Dann kommen die an die Rohrschelle dran. Dann hast du eine komplett durchgehende Verbindung und es sieht wirklich schnieke aus, sagen die Berliner. Den Ausschnitt machen wir entweder mit so einem Messer oder mit so einem Messer. Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Bei den größeren Dimensionen, das ist jetzt zum Beispiel 28 mm, da liegt die schon fast satt drin, muss man aber trotzdem ein bisschen andrücken. Ja? Wenn du das nämlich nicht machst, und ich zeige euch mal mit der kleinen Isolierung, so, wenn du die so reinlegst und du schneidest, keine Chance. Das sieht immer schrottig aus und du hast nie deinen optimalen Schnitt. Ja, wenn die Dämmung größer ist wie die 28, zum Beispiel eine 42er, dann kriegst du die fast nicht mehr rein. Ich habe jetzt für mich ein bisschen rumexperimentiert und ich habe festgestellt, wenn ich die größere Dämmung vor die Gärungslade halte und dann quasi den Weg hier simuliere, dann kann ich das nahezu auch einen richtig sauberen Schnitt, also 90 Grad. Das ist ein bisschen tricky, man muss da ein bisschen mehr aufpassen, ja, weil die Dimension größer ist und so weiter. Aber wenn du das neben die Gärungslade hinlegst, dann wird es auch funktionieren. Ihr seht ja auch bei mir in den Videos immer wieder irgendeinen Haken, wo das Klebeband dran ist. Das ist nichts weiter als ein Schweißdraht, zu einem S-Stück geformt, kannst du einhängen, Klebebandrolle, abrollen. Was auch super ist, wenn einer entweder auf der Leiter steht oder auf dem Gerüst, wie wir das jetzt machen werden, und man reißt sich schon vorher so die kürzeren Rohrstückchen oder die kürzeren Klebebänder, reißt man sich ab, 15-20 cm klebt die hin, und dass sein Kollege, der dann auf der Leiter oder auf dem Gerüst steht, die gerade nehmen kann, antapen kann. Es läuft dann einfach, das ist wirklich, man sieht sofort nach einer kurzen Zeit, dass es richtig läuft, dass es Spaß macht. Wenn du nebenher ein bisschen Musik am Laufen hast, dann macht es auch solche, sag ich mal, relativ monotone Arbeit, wo man nicht so viel denken muss, kann auch wirklich Spaß machen, weil man dann sieht, wie das ganze Material wächst, ja? Dass man da wieder was baut und kreiert. Und das ist wirklich toll, das anzugucken und auch später dann im Video im Nachgang. Ja? Das macht Spaß, wenn du gutes Werkzeug, wenn du gut vorbereitet bist, dann können solche Sachen auch wirklich toll sein. So, und jetzt habe ich wieder viel geschwätzt, aber ich denke, das war okay für euch, dass ihr auch ein bisschen seht, wie wir vorgehen, was wir machen und wie wir das Ganze machen. Und jetzt wollen wir loslegen. Die erste Gärung habe ich ja schon vorgeschnitten, mit der fangen wir an. Und dann lasst uns mal gucken, wie viele Meter es sind, ja, die wir isolieren müssen. Die Party ist zu Ende. We'll be right back.
Ja, mein Haus ist jetzt fertig. Ein paar technische Daten und ich möchte ein paar Worte verlieren zu dem, was wir jetzt hier gebaut haben. Wir haben insgesamt 9 Stränge, 317 Meter Rohr, 1670 Bauteile, 433 Meter Dämmung, 15 Meter Brandschutzdämmung und 88 Meter Gewindestab. Und jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Ja, das war allerhöchste Eisenbahn, dass die Rohrleitung saniert wird, dass die Stränge saniert werden. Und jetzt wollte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Kann man sowas als einzelne Person oder Zwei-Mann-Team schaffen? Nein, ich glaube eher nicht. Du brauchst ein gutes und starkes Team, mit dem du zusammen funktionieren kannst, wo ja wie eine Einheit funktioniert, ja? Wie ein Uhrwerk, wo die Zahnräder ineinander reingreifen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich wichtig, dass du auch auf die Lehrlinge, dich mit den Lehrlingen austauscht, Hilfsmonteuren, Mitmonteuren, mit einem Chef, mit dem Meister, mit den Leuten, mit allen, die da betroffen sind, dass ihr als Einheit funktioniert und miteinander reden könnt. Nur so kommt man am besten zum Ziel. Ja, jetzt haben wir die Rohrleitung verlegt, alles zu 100% gedämmt, auch die einzelnen Anschlüsse bis an das alte Material haben wir reingemacht, überall neue Ventile gesetzt, neuen Trinkwasserfilter haben wir eingebaut, weil der alte kaputt gegangen ist. Wir haben die ganzen Stränge betitelt. Ja, es gab überall, für jeden Strang gibt es ein Hinweisschild, da steht dran, welche Wohnung damit dranhängt, dass wenn das Wasser abgestellt wird, dass auch nur die Wohnung betroffen ist. So, gab es irgendwelche Probleme, werde ich immer wieder gefragt. Nein, eigentlich nicht. Ja, wir sind gut aufgestellt, wir wissen ganz genau, was wir wollen und deswegen funktioniert es auch immer problemlos. Ja. Immer miteinander reden, ein Ziel vor Augen haben und dann kriegst du unglaublich viele Sachen hin. Für mich persönlich jetzt, was ich gelernt habe bei dem Objekt, wenn man so eine Riesenanlage saniert und du hast dann 500, 600, 800 Meter Quadratmeter Fläche, wo du arbeitest und das ist jedes Mal ein anderer Raum, andere Akustik, anderes Licht. Also ich war schon an vielen Stellen an der Grenze, wo ich dann nicht genau gewusst habe, mache ich das richtig oder nicht? Ich habe das bei der Postproduktion, also nicht nur Film, dann zu Hause am Rechner sitzen, habe ich versucht, das noch zu optimieren. Ich glaube, das ist mir nicht ganz überall gelungen. Ja. Aber da war ich jetzt auch mit so vielen Sequenzen und so einem langen Zeitraum, wir waren jetzt mehrere Wochen hier, über so einen langen Zeitraum zu filmen, ist das jetzt mein Pilotprojekt. Und ich hatte noch nie so dermaßen viel gefilmt für eine Sache, also beim Bauen, wie bei dem Objekt. Da ist es schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, das war auch nicht, dass der Film keine 2,5 Stunden dauert. Das war ein bisschen tricky und ein riesen Upgrade, was ich da jetzt gemacht habe und viel dazu gelernt habe. Ich hoffe, dass es bei euch genauso funktioniert, dass ihr auch viele Sachen von mir abschauen könnt, dass es gut macht, dass ihr ein gutes Team seid. Vielleicht seid ihr, ich hoffe, dass ihr als Team noch viel besser seid wie wir, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. Nur dann kannst du wirklich Qualität abliefern und dann macht das Ganze megamäßig Spaß. Jetzt räumen wir noch unsere letzten Sachen zusammen, die wir im Öltankraum, das war früher mal ein Öltankraum. Darüber habe ich übrigens ein Video gemacht, könnt ihr bei mir sehen, das war eines der ersten, da wurde ein Öltank demontiert und ich war mit dabei, konnte das Ganze filmen und es ist erstaunlich, was ein einzelner Mann da so alles macht. Ja. Könnt ihr ruhig mal reinschauen, das wird euch unterhalten. Und jetzt räumen wir noch unsere letzten Sachen zusammen und fahren ins Geschäft, sortieren das Ganze und dann geht es zum nächsten Objekt. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch eine wirklich tolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.